Milliardenhilfe für Griechenland. Wann hört das mal endlich auf? Der Reflex ist verständlich. Deutschland will nicht für die Schulden anderer Länder einstehen. Aber, und das zeigt jetzt der Film von Stefan Stuchlik, Kim Otto und Andreas Orth, unser Land hat durchaus auch profitiert von der Eurokrise. Wir haben nachrechnen lassen, wo und wie. Und wir wollen doch bitte etwas differenzieren, wenn uns das Märchen vom deutschen Zahlmeister aufgetischt wird. Deutscher Bundestag am Dienstag. Das neue Rettungspaket für Griechenland wird verabschiedet. 130 Milliarden Euro. Unsummen, so schreiben die Zeitungen. Die Botschaft: Wir überweisen ständig Geld. Große Teile der Riesensumme aber sind bisher nur Bürgschaften, die fällig würden, wenn Griechenland wirklich pleite geht. Die Momentaufnahme sieht anders aus. Was Deutschland bis heute wirklich an Griechenland bezahlt hat, ist eine vergleichsweise geringe Summe. Das gibt sogar die Bundesregierung zu. 15,2 Milliarden Euro. Kennen die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses diese Zahl? Wie viel ist geflossen? Das müssen wir aus diesem Papier des Finanzministeriums, das vertraulich im Haushaltsausschuss vorgelegt worden ist, dann der Öffentlichkeit mal vorstellen. Nach unseren Auskünften bei KfW waren es 123 Milliarden, oder? Das sind real geteilt. Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt noch mal genau nachschauen. Aber real von der KfW sind 15,2 Milliarden ausgezahlt worden. Real ausgezahlt. Geld, was wirklich aus Deutschland nach Griechenland geflossen sind, da sind wir erst bei 15,2 Milliarden. Das sind, naja gut, Sie dürfen natürlich nicht vergessen, neben den real ausgezahlten Geldern, dass natürlich auch viele, auch Unternehmen der Privatwirtschaft da mit Forderungen drin hängen. Das darf man in der Gesamtbetrachtung nicht vergessen. Die Wahrheit ist, Deutschland hat bislang noch nicht sehr viel bezahlt. Die nächste Wahrheit, Deutschland profitiert auch kräftig von der Eurokrise. Wir sind in Nürnberg bei der Firma Tenbrink, die sowohl in Griechenland als auch in Deutschland produziert. Seit Beginn der Euro-Krise profitiert ausgerechnet der deutsche Teil des Unternehmens, zur großen Freude der Mitarbeiter. Arbeit haben wir mehr als genug. Wir machen Überstunden, Samstagsarbeiten. Dementsprechend gibt es auch Gehaltserhöhungen. Also es ist echt lange her, dass wir so eine gute Arbeitslage hatten. Sascha Tenbrink, der Chef, weiß am besten, woran das liegt. Während sein griechisches Werk unter dem Sparprogramm der dortigen Regierung fast zusammenbricht, macht das deutsche Werk gute Kasse. Die Krise drückt den Euro nach unten, dadurch werden die deutschen Produkte auf dem Weltmarkt billiger. Wir haben ein volles Auftragsbuch, unsere Umsatzzahlen haben sich verdoppelt. Es ist ja so, dass wir speziell durch den niedrigen Eurokurs erhöhte Nachfrage aus dem Ausland haben. Das heißt, unsere Maschinen werden größtenteils exportiert ins Ausland, was auch zurückzuführen ist auf die Krise in Griechenland. Hier im Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat Professor Gustav Horn für Monitor untersucht, wie Deutschland durch den niedrigen Euro die Exporte steigern konnte. Wir haben berechnet, dass als Folge der Griechenland-Krise der Euro stark abgewertet hat. Und als Folge dieser Abwertung sind die deutschen Exporte um 50 Milliarden Euro gestiegen. Das sind 2% vom BIP, also ein nennenswerter Betrag. Und das führt natürlich auch zu entsprechend höheren Steuereinnahmen. Aber nicht nur beim Export profitiert Deutschland von der Euro-Krise. Hier im Trading Room der Bremer Landesbank kennt man Zahlen, die in Deutschland nur wenige zur Kenntnis nehmen wollen. Für Monitor hat Volker Hellmeier, der Chefanalyst, die deutschen Zinsgewinne allein der letzten 2 Jahre aus der Euro-Krise errechnet. Wir haben eine sehr solide Konjunktur, wir haben eine sehr solide Staatsfinanzenlage. Und von daher flüchtet das Geld förmlich nach Deutschland aufgrund der Schwäche der anderen. Und dieser Zinsvorteil liegt bei konservativster Berechnung bei 45 Milliarden Euro. Wenn man das etwas sportlicher betreibt, kommen wir auf Größenordnung Richtung 65 Milliarden Euro. Und der resultiert daraus, dass das Zinsniveau, das wir, das der deutsche Steuerzahler zu entrichten hat, historisch niedrig ist. Ein Zinsvorteil von 45 Milliarden Euro? Ist das im Wirtschaftsausschuss bekannt? Was schätzen Sie, wie Deutschland profitiert hat im Zuge billiger Anleihen durch die Griechenland-Krise? Ja, das sind Rechnungen, das sind alles hier Hausnummern. Da werden hier einstellige Milliardenbeträge genannt. Wie hoch schätzen Sie denn das, was Deutschland daran verdient hat bislang?
Also das ist jetzt leider überhaupt noch gar nicht mein Fachgebiet. Da bin ich wirklich schwach. Da haben Sie mich jetzt relativ kalt erwischt. Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil da müsste man ja anschauen, die gesamten letzten die letzten 2-3 Jahre seit Beginn der Krise, was wir an Refinanzierungsmaßnahmen hatten, wie viel Anleihen, Tausch wir sozusagen auch auf deutscher Seite hatten, das kann ich Ihnen nicht sagen. Diese Rechnung der Volkswirte der Bremer Landesbank, die ich jetzt im Einzelnen nicht nachvollzogen habe, aber ich halte die Quelle für seriös, kann schon zutreffend sein. In Griechenland dagegen wird nur gespart. In den mazedonischen Bergen produziert die griechische Filiale der deutschen Firma Tenbrink für den lokalen Markt. Der aber ist vollständig zusammengebrochen. Der Kontrast zum Werk in Nürnberg könnte größer nicht sein. Im Werk in Skydra arbeiteten früher 40 Angestellte, heute gibt es nur mehr 15. Einer der wenigen, die von der Stammbelegschaft übrig geblieben sind, ist Kostas Tsiotas. Der Schweißer arbeitet im Moment mehr als früher für ein Geld, von dem auch in Griechenland niemand leben kann. Das Leben wird immer teurer. Mir bleiben im Moment mit meiner ganzen Arbeit 500 Euro zum Leben. Und ich arbeite hier Vollzeit. So sehr sind die Löhne nach unten gegangen. Keiner seiner Kunden habe noch das Geld, um Maschinen zu kaufen, sagt Chef Dimitris Savidis. Er hat Angst um sein Werk. Wir brauchen ein Investitionsprogramm, damit wir hier wieder auf die Beine kommen. Allein mit Sparen ist uns nicht geholfen. Wenn ich mir nur unser Werk ansehe, wir produzieren Maschinen, die Konservendosen herstellen, zum Beispiel für Pfirsiche. Solange hier im Land keiner mehr griechisches Obst kaufen kann, hilft uns kein Sparen. Zusätzlich zum radikalen Spardiktat für Griechenland wäre ein Aufbauprogramm wie der Marshallplan überfällig. Das Geld dazu wäre da. Der Marshallplan für Griechenland ist in meinen Augen zwingend geboten. Wir können es uns auch leisten, insbesondere weil Deutschland eben bisher der größte Profiteur war. Über Investitionsprogramme wird hier aber nicht entschieden. Ein Fehler, der auch Deutschland auf lange Sicht teuer zu stehen kommen könnte. Ein Marshallplan hat ja auch Deutschland in der Stunde Null wieder auferstehen lassen.